Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video. Ich kann es nicht glauben, es ist schon das achte Update-Video in circa 2 Jahren, ein Jahr, ich weiß es nicht mehr. Diesmal ist es, glaube ich, nicht ganz so viel, obwohl es ist wieder viel zu viel wie meistens. Die Hintergrundgeräusche, bitte entschuldigt die, aber ich kann im Moment das Fenster nicht zumachen. Heute oder dieses Mal leider sehr wenig Serien. Hier habe ich doch ein bisschen langsamer gemacht, warum auch immer. Ich habe hier heute nur eine Serie. Ich fange wie immer mit den Serien an, gehe dann durch die normalen Filme. Es sind nicht sehr viele, es sind heute wieder mal mehr Filme, viel zu viele Horrorfilme. Und am Schluss zeige ich euch noch, ich glaube, es sind auch nur 2 Blu-rays, die ich diesmal habe. Also fangen wir gleich mal an, und zwar mit der ersten und einzigen Serie für heute. Und zwar ist es vom Kanal Travel Channel die Serie Man vs. Food, die zweite Staffel, glaube ich. Ich hoffe es. Ich bin jetzt, das müsste die, auch wenn es jetzt tatsächlich nicht draufsteht, das müsste die zweite Staffel sein. Falls ihr im Moment vorhabt, ein wenig abzunehmen, Diät zu machen oder allgemein weniger Fast Food und Junk Food zu essen, dann ist diese Serie genau das, was ihr nämlich nicht braucht. Es geht hier um den guten Moderator, den Adam, schlag mich tot, ich habe den Namen vergessen, der in Amerika lokale Restaurants und Diners aufsucht und dort die schwierigsten und größten Essensherausforderungen annimmt sozusagen. Meistens handelt es sich entweder um Herausforderungen wie zum Beispiel schärfste Chili aller Zeiten zu essen, oder natürlich meistens sind es Riesenportionen, wie ihr hier gut sehen könnt, Riesen-Pancakes. Und er stellt da das lokale Essen vor, wie ihr sehen könnt, bereist er das ganze Amerika. Hier haben wir Folgen, die spielen in San Antonio, Las Vegas, Charlton, San Francisco und so weiter. Und also eins kann ich euch sagen, die Sendung ist sehr unterhaltsam auf jeden Fall, ist schon Wahnsinn, was in Amerika so alles auf den Teller kommt. Und aber eins steht fest, selbst wenn ich hier nur die Bilder sehe. Jedes Mal, wenn ihr die Serie seht, auch die erste Disc, oh, fantastisch, jetzt ist natürlich wieder alles kaputt. Wenn ihr eine Folge seht, danach habt ihr unter Garantie Hunger. Selbst wenn ihr vorher keinen Hunger habt, nach der Folge habt ihr Hunger und Appetit auf irgendwas, was ihr in der Serie gesehen habt, das ist ganz klar. Ich zum Beispiel habe heute 2 Folgen gesehen und ich mache mir jetzt auch gleich ein paar Hamburger, weil ich halte es vor Hunger nicht mehr aus. Also wie gesagt, wer hier Diät macht oder so, der sollte diese Serie bitte meinen. So, das war es ja wie gesagt schon an Serien. Weiter geht es hier mit etwas Lustigem. The Roast of David Hasselhoff von Comedy Central. Ich mag diese Roast-Sendung immer. Hier wird ein Star von anderen prominenten Komikern ganz schön auf die Schippe genommen. Das alles geht auch ziemlich zwischen die Gürtellinie. Also ich bin ein großer Fan, und hier in dieser Folge geht es um David Hasselhoff, der das Ganze auch gut mitmacht. Sehr lustig, wie ich finde. Hier eine kleine Erinnerung an Craig Giraldo, der kurz nach dem Roast verstorben ist. Ich habe ja auch schon bereits irgendeinen Roast habe ich. Ah ja, von Pamela Anderson, das fand ich auch ganz lustig. Ich kenne einige, aber ich habe jetzt nur 2 auf DVD. Für mich persönlich das Beste ist auf jeden Fall The Roast of William Shatner, weil ich mir bestimmt demnächst auch mal holen werde. So, jetzt geht's weiter. Doch noch was mit Serien zu tun. Und zwar hier haben wir South Park, der Film Bigger, Longer, Uncut. Ich bin ja großer South Park-Fan und muss mit Schrecken feststellen, dass ich den Film gar nicht in meiner Sammlung habe. Ich bin auch nicht so ein großer Fan vom Film. Er ist zwar ganz lustig, die Musical-Nummern sind ganz lustig, aber ist nicht so das Beste, was South Park zu bieten hat. Und die deutsche DVD ist ja auch so halb out of print, und neu gibt es den zu ziemlichen Preisen. Da habe ich gedacht, scheiß drauf. Obwohl ich eigentlich schon ein Fan der deutschen Synchronisation bin bei South Park. Obwohl natürlich auch viel, viel Wortwitz verloren geht. Und dann habe ich mir hier die DVD aus England gekauft. Für gebraucht auch noch für, oh Gott, ich weiß nicht, 50 Cent oder so. Damit ich den Film wenigstens auch mal in meiner Sammlung habe. Mal gucken, ob es mal irgendwann eine deutsche Neuauflage gibt auf DVD oder Blu-ray. Das wäre doch schon ganz schick. So, jetzt fangen auch schon die Horrorfilme an. Oh Mann, ich sollte vielleicht mal weniger Horrorfilme kaufen. Anfangen möchte ich hier auch eine gebrauchte DVD, wo ich mir geholt habe. Unbekannte Anrufe habe ich vor längerer Zeit, wo er aktuell war, gesehen. War ganz nett. Ist ja auch, glaube ich, ein Remake. Babysitter, die angerufen wird.
und von einem mysteriösen Anrufer, im Original gesprochen von Lance Henriksen. Hier kann ich auf jeden Fall die englische Tonspur empfehlen. Lance Henriksen macht das schon sehr, sehr gut. Ich habe jetzt schon eine Weile her, wo ich den Film gesehen habe. Er war ganz okay für ein Remake. Es war ein Remake. War ganz okay, allerdings jetzt auch nichts Weltbewegendes, aber gebraucht kann man sich den schon mal zulegen. So, jetzt ein Film, über den kann ich leider nichts sagen, denn ich habe ihn noch nicht gesehen. Eigentlich blöd, den Film vorzustellen, obwohl ich ihn noch nicht gesehen habe, aber egal. Weekend of Blood, Party, Drogen, Sex und Killers TV. Sex Killers TV. Aha. Ja. Sah ganz witzig aus. Ich glaube, es ist auch mehr ein bisschen auf lustig gemacht, spritzig und spaßig, ein temporeicher Horrorspaß. Aha. Ich gehe stark davon aus, dass das Low Budget ist oder sogar Amateur. Habe ich auch gebraucht bekommen für wenig Geld mit Wendecover. Wie gesagt, zum Film kann ich nichts sagen, aber ich erwarte hier einen nicht ganz so witzigen Amateurfilm. Aber das sind ja genau die Filme, die ich mag. Und sowas ähnliches kann man auch hierzu sagen. Bikini Girls on Ice, fantastischer Titel. Ich denke mal, da geht es um Bikini Girls, die auf Eis gelegt werden. Hahaha. gibt ja auch eine. In Deutschland ist der Film ja, soweit ich weiß, will jetzt nichts Falsches sagen, geschnitten. Und in Österreich gibt es eine Uncut-Fassung, aber die war mal wesentlich zu teuer. Da habe ich dann gesagt, dann langt es auch, eine UK-Version zu holen. Und da habe ich das hier auch für wenig Geld bekommen. Den Film habe ich leider auch noch nicht gesehen. Aber hier erwarte ich mir ein bisschen mehr. Es wird bestimmt ein lustiger Fun-Splatter. Ich hoffe mal. Aber es sieht schon relativ trashig aus. Und bei Trash-Filmen kann ich eh nichts verkehrt machen. So, und jetzt muss ich euch etwas gestehen. Dead Alive oder auch Braindead von Peter Jackson. Ich kenne diesen Film nicht. Ja, Schande über mein Haupt. Ich bin selbst ein wenig schockiert darüber. Ist ja ein absoluter Klassiker in dem Genre, beziehungsweise ein absoluter Fun-Splatter auf dem Niveau von Tanz der Teufel, so heißt es zumindest. Aber ich bin irgendwie immer an diesem Film vorbeigeschlendert. Ich habe irgendwie auch nie großes Interesse gehabt. Warum, kann ich gar nicht sagen. Ich habe zwar mal vor Jahren einen Trailer gesehen, aber irgendwie weiß ich auch nicht. Aber jetzt habe ich gedacht, jetzt muss ich mir doch mal zulegen. Hatte ich bei meiner letzten Bestellung aus Österreich dabei gehabt. Der war auch relativ günstig. Und jetzt kann ich dann doch endlich mal sehen, ob dieser Film wirklich so gut ist, wie viele sagen, oder ob er mir nicht so gefällt. Ich bin auf jeden Fall gespannt und froh, dass ich den Film jetzt doch endlich mal sehen kann. So, jetzt kommen, wie viel sind's denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Filme aus demselben Horror-Genre, und zwar eins meiner Lieblingsgenre, und zwar das Found-Footage-Genre. Wie ihr wisst, wenn ihr meine Videos verfolgt, ist das ja eins meiner absoluten Lieblings-Horror-Genre. Und damit ich auch in meinem nächsten Handycam-Video-Reihe mal wieder ein paar etwas unbekanntere Filme vorstellen kann, habe ich mir jetzt immer hier einen Haufen von den Filmen zugelegt. Ich glaube, 2 Stück habe ich auch schon in meinem aktuellen Handycam-Video, wie nenne ich sie, Handycam-Horror-Video Nummer 3 vorgestellt. Ich fange an hiermit mit dem Film The Collingwood Story. Den habe ich jetzt allerdings noch nicht gesehen. Hier steht The Spookiest Low-Budget Horrorfilm Since The Blair Witch Project. Das glaube ich jetzt zwar weniger. Ist, wie eben schon erwähnt, Low Budget, geht wohl um ein College-Paar, die irgendwie in anderen Städten wohnen und per Webcam irgendwie Kontakt halten, und bei der Dame passieren dann in dem Haus irgendwelche seltsamen Sachen. Ich weiß es nicht genau, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber den werde ich auf jeden Fall in einem meiner Handycam-Horror-Reihe-Videos auf jeden Fall vorstellen. Dann ein Handycam-Film aus England, The Tapes, den habe ich auch noch nicht gesehen, also kann ich leider auch nicht so viel drüber sagen. Es geht wohl hier um 3 Freunde, die irgendwie bei einer Swingerparty irgendwo im Lande spannen wollen oder sonst irgendwas, und geraten dann in irgendeinen Satanskult, der da mit denen doch etwas üblere Sachen anstellt. Soweit habe ich das gelesen, Trailer sah ganz interessant auf. Hier steht auch Fans of Paranormal Activity will love this, naja. Das weiß ich noch nicht genau. Das Cover hier gefällt mir recht gut. Ist nett, recht nett gestaltet. Bin ich sehr gespannt. Dann ein auch recht interessanter Handycam-Horrorfilm.
Und zwar Home Movie, der ist, hat ein etwas größeres Budget gehabt, auch mit einem bekannten Schauspieler, Adrian Pasta, was weiß ich. Er ist auch bekannt aus Heroes. Hier geht es um eine Reihe von Familienvideos, die gefunden worden sind. Und zwar die zwei Kinder der Familie hier, des Ehepaars, das Mädchen und die Tochter, die sind wohl doch ein wenig, wie soll ich das sagen, doch so ein wenig, jetzt fällt mir das Wort natürlich nicht ein, sie sind, sagen wir es, sehr böse und einige doch negative Sachen anstellen, wie eine Katze an die Wand pinnen oder irgendwelchen Nachbarsjungen quälen. Ich weiß es nicht genau, ich habe es nicht genau gesehen. Auf jeden Fall ein Found-Footage-Film über böse Kinder ist vielleicht mal ganz interessant. Wie gesagt, das ist ein Film, von dem ich relativ viel erwarte. Und den werde ich auch auf jeden Fall demnächst einmal genauer vorstellen. So, jetzt ein Film, den habe ich schon vorgestellt. Evidence, habe ich ja schon einiges drüber gesagt. In meinem Handycam-Video Nummer 3. Eigentlich eine gute Ausgangssituation. Und dann driftet der Film total ins Bescheuerte ab. Da driftet er in der Videospielverfilmung ab, würde ich fast sagen. Also sehr viel vertane Chancen. Die ersten 20, 30 Minuten sind wirklich interessant. Jetzt auch nicht der absolute Reise, aber waren doch recht gut. Das eine Monster hat mir sehr gut gefallen. Und dann driftet es ab hier in Resident Evil und was weiß ich alles. Also leider für mich viel erwartet und doch eine ziemliche Enttäuschung gewesen. Apropos Enttäuschung, hier haben wir den Film Cannibals, Welcome to the Jungle. Das Beste an diesem Ding ist das Holocover. Einer der schlechtesten Found-Footage-Filme aller Zeiten. Haben so ein bisschen, wollten wohl ein bisschen Cannibal Holocaust kopieren. Einfach grausam. Vier Freunde oder halbwegs Freunde oder zwei Pärchen sind irgendwie, wo sind sie? Papua-Neuguinea, auf der Suche nach dem Schatz von Michael Rockefeller, der da vor einigen Jahren verschwunden sein soll. Und dann treffen sie auf Kannibalen. Oh Gott, die Schauspieler, die abstruse Story, ein netter Effekt, überhaupt keine richtigen Scares. Ich habe mich nicht einmal wirklich gegruselt oder erschrocken oder sonst irgendwas. Der Film ist furchtbar. Da hilft auch nichts, dass die Hauptdarsteller einigermaßen hübsch aussehen. Das bringt auch in dem Film absolut nichts. Einfach. Einer der schlechtesten bleibt von dem absolut weg. Also, nee, nee, boah. So, und jetzt das genaue Gegenteil. Hier kommen wir auch zu meiner ersten Blu-ray. Und zwar Lake Mungo. Den habe ich ja auch schon hochgelobt. Ein fantastischer Film. Ein Film, der mir jetzt noch, wenn ich nur dran denke, unter die Haut geht. Die letzte Szene ist Wahnsinn. Australischer Film. Ich kann den nicht hoch genug loben. Einfach fantastisch. Aber den habe ich ja auch schon vorgestellt in meiner Handycam-Reihe. Absolute Kaufempfehlung, vor allen Dingen, wenn es die Blu-ray um die 10 € gibt, absolut, das ist absolut wert. So, und jetzt noch etwas, das haben alle. Ich bin aber wahrscheinlich wie immer der Letzte, wo das hier vorstellt, aber auch egal. The Last House on the Left, Blu-ray und DVD ist drin. Hier verabschiedet sich wieder alles, aber das macht ja nichts. Ja, was soll ich sagen? Film ist bekannt. Ich finde den Film recht gut. Zeigt schon, dass Wes Craven einiges drauf hat. Ist natürlich kein perfekter Film. Blu-ray, ich habe noch nicht reingeguckt, aber die Qualität soll ja für den Alter des Films wohl okay sein. Ich erwarte mir da jetzt auch nicht so viel. Die Ausstattung, Audiokommentar und einige Extras, das liest sich ganz gut. Ich werde mir demnächst mal die Blu-ray reinziehen. Und ja, wie gesagt, da dürfte ja eigentlich bekannt sein. So, das war mein. Oh mein Gott, sieht's hier aus. Das war mein. Achtes Update mittlerweile, ich kann es ja fast nicht glauben. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.